Rancors sind eine schwer zu klassifizierende, semi-intelligente Spezies, da sie sowohl Eigenschaften von Säugetieren als auch Reptilien aufweisen. Die Jungen werden lebend geboren wie bei Säugetieren, jedoch werden sie nicht gesäugt. Ihr Erscheinungsbild ist eher reptilisch. Rancor-Mütter entwickeln eine enorm enge Bindung zu ihren Jungen, welche immer als Zwillinge geboren werden. Die zu Beginn etwa 3 Meter großen Jungtiere hängen sich an den Rücken und Bauch der Mutter, welche sehr zahm mit ihren Jungen umgeht, auch wenn man dies aufgrund ihres aggressiven Erscheinungsbildes nicht vermuten würde. Rancors können auf ihren Paar stämmiger Beine bis zu 10 Meter groß werden. Im Gegensatz zu den Beinen verfügen sie über filigran anmutende Arme, welche jedoch immer noch extrem kräftig sind. An ihren 4-fingerigen Händen befinden sich sehr lange und scharfe Krallen, welche sogar Panzerungen durchdringen können. Im Kampf sind Rancors jedoch nicht auf die Schärfe ihrer Krallen beschränkt. Mit ihrem enormen Gebiss sind sie in der Lage, durchschnittliche Humanoide ganz zu verschlingen. Oft erschlagen sie Gegner auch einfach mit ihren Händen oder einfach durch die pure Wucht ihres muskulösen Körpers. Ihre dicke Haut wirkt wie eine natürliche Panzerung, die weder von Blastern noch von Nahkampfwaffen einfach durchdrungen werden kann. Sie ist meist mit grünen, grauen und braunen Farben bedeckt und gerade bei älteren Individuen häufig mit Moos oder Flechten bewachsen. Auch ihre Knochen sind lichtschwertresistent, so kämpfen einige Felucianer mit Rancor-Knochen. Obwohl Rancors geborene Kämpfer sind, können sie durchaus gutmütig sein, wenn sie über genug Nahrung verfügen und innerhalb ihrer eigenen Spezies leben können. Es ist jedoch auch bekannt, dass sie eine enge Beziehung zu Menschen aufbauen können. Hier wäre insbesondere Jabba's Rancor zu nennen. Weiterhin haben sich aus einer solchen Menschen-Rancor-Beziehung die datumirischen Rancor entwickelt. Rancors waren auf vielen Welten anzutreffen, jedoch ist nicht geklärt, woher sie ursprünglich stammen und wie sie sich auf so vielen Welten verbreiten konnten. Vermutungen deuten darauf hin, dass sie als Kampfbestien oder Nutztiere von intelligenten Spezien auf andere Planeten transportiert wurden. Wenn ihr Bock auf tägliche Star Wars Fakten habt, dann könnt ihr doch mal auf Instagram vorbeischauen. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und möge die Macht mit euch sein.